Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Shansen und wir spielen Red Matter 2 auf der Quest 3. So viele Zahlen in einem Satz, das muss auch mal sein. So, wir befinden uns hier, haben uns hier durchgeschossen und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir in diesen Raum reingehen, werden fliegende Drohnen kommen und uns abschießen wollen. Deswegen, lass uns schon mal bereit machen. Los geht's! Lass uns schon mal einen Schutz suchen hier irgendwo. Warum habe ich es nicht gewusst? Warum ich es gewusst? Oh, der war richtig dicht dran. Warum geht er nicht? Achso, nicht abgekühlt. Man muss schnell damit abkühlen. Beziehungsweise warten, bis es abgekühlt ist. Gut jetzt. Aber so gut können die auch nicht zielen, merke ich gerade. Also von daher schaffen wir das, glaube ich. Oh. Drei Stück, ey. Ja, okay, man kann schon sehen, die. Oh, der ist weg. Na. Ah. Ist auch weg. Komm schon. Ich glaube, es kommt schon mal ein Boss oder sowas vielleicht. Oh, der mich erwischt. Mist. Na gut. Okay. War jetzt nicht so schwierig, aber nervig. Oh, hat sie, hat er gesagt. So, das ist ein Fahrstuhl, den holen wir uns mal. Denn wir müssen garantiert da hoch. Sieht zumindest so aus. Dass, oh, ich dachte, was kommt da denn hoch? So ein Bein. Also wie man sehen kann, sieht man gar nichts. Doch da. Ja, das ist schon nicht schlecht. Wir müssen darüber wahrscheinlich. Ich sehe mich schon das Stromnetz da drüben schwingen. Da ist irgendwann ein Generator-Ding, was keinen Strom hat. Das heißt, wir müssen da irgendwie rüberkommen. Aber auch das sollte ja nicht das Problem sein. Das Ding können wir schon bewegen gleich. Und da ist ja kein Strom drauf. Also wir müssen erstmal Strom holen, wo wir überhaupt irgendwas machen können. Ist die Frage, wo man. Wir suchen mal so. Vielleicht diese Plattform hier. So, der hat keinen Strom. Dann müssen wir wohl da hinten hin. Oh nein, das ist so ein Schwingding. Oh, ich hasse das. In dem bin ich echt schlecht. Das kann sich nur um Stunden handeln. Oh, ich hasse die. Okay, passiert gar nichts, denn das Ding hat auch keinen Strom. Das heißt, wir müssen den Generator da hinten doch erst anmachen. Auch das kriegen wir hin. Das ist so ein Ding, wo man ziehen muss. Ein Benzingenerator. Dieselgenerator, okay. Gut. Ah, sieh. Shit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach, wieso? Oh, der hat gesessen. Mist. Die müssen mal kaputt gehen da jetzt langsam. Oh shit. Einer ist zerstört. Noch der zweite. Huiuiui. Ja, ich bin schon ein ganz guter Schütze geworden im Spiel. Dafür, dass ich keine Kampferfahrung habe, wie er immer wieder sagt. So, pass auf, das hier ist. Echt bescheiden, ne? Mach die erstmal alle runter. So. Wenn ich den hochziehe. Okay.
Sind wir ganz unten. Ah, der. Okay, warte mal. Fehlt ja nur ganz wenig. Warte mal. Ja, okay. Wir reden hier von Millimeter, ne? Nein, ich war schon da dran. Ups, das war gar nicht so schlecht. Also auch nicht super gut, ne? Gebe ich jetzt, will ich jetzt nicht angeben mit, aber es war auch nicht schlecht. Können wir da rüberkommen so? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Von da aus vielleicht? Wir versuchen mal. Wenn nicht, nehmen wir den Fahrstuhl gleich, aber ich probiere es trotzdem erst einmal hier. So, versuchen wir. Perfekt. So, der müsste jetzt voll mit Strom sein und irgendwas machen. Ach so. Ich glaube, ich habe nur das Ding unten den Strom angesetzt, ne? Habe ich gar nicht gemacht. Den Scanner. Oder? War da oben noch irgendwas? Ach, die Tür da oben, ich Depp. Die Tür da oben natürlich. Dumm. So, nochmal hin. Ah, da. Da war die Tür. So, schauen wir mal hier. Oh, guck mal hier. Hier ist die. Okay. Oh, da sitzt schon wieder der Computertyp. Spiel wird gespeichert, das ist schon mal gut. Das scheint die große Halle zu sein. Oh, wir haben beobachtet. Okay. Aha. Okay. Der Roboter hat was damit zu tun da. Guck mal, wie er mich anguckt. Na, kommt er. Suchst du immer noch nach deinem Freund? Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, ging er geradewegs Richtung Labor. Wie du wahrscheinlich schon bemerkt hast, ist die Tür verschlossen. Leider liegt es dieses Mal nicht an mir. Es ist das persönliche Labor des Doktors und die einzige Möglichkeit hineinzukommen ist seine persönliche ID-Schlüsselkarte. Viel Glück damit, Eindringling. Ich zeige dir den Weg zu seinem Büro. Mal sehen, wie weit du es schaffst. Ach du Scheiße. Okay. Kann man die einfach abschießen oder? Oh, das kann man, glaube ich. Fuck. Kann ich aufmachen? Mist. Vielleicht einfach zu schießen über Kopf. Komm. Und hoch. Hoch mit dir die Tür. Hoch mit dir blöde Tür. So. So. So geht's auch, ne?
Okay, die Tür geht zu, das ist okay. Da ist ein Schalter. Ah, gut, dass sie die Kanne da vorgestellt hat, weil ich habe es trotzdem gesehen. Schweine. Sobald der letzte Genosse eingecheckt hat, geh in die Lounge. Der Doktor sagt, er hat eine Überraschung für uns vorbereitet. Komm nicht zu spät. Was das wohl für eine Überraschung ist? Okay. Hier sieht es nach was aus, was ich anstürzen muss. Und gleichzeitig? Müssen gleichzeitig gedrückt werden, so ein Scheiß. Oder? Würde ich behaupten. Oh, wie sollen wir das denn schaffen? Ach, warte mal. Oh. Gut, dass ich hier durch die Luke geschossen habe. Ja, doch hier reinfliegen kann das Ding, ne? Was ist das hier? Der Überdruckspanel für die Drohnensatz funktioniert mal wieder nicht. Es ist so ein einfacher Mechanismus. Hebel ziehen und die Drohnensatz wird gestoppt. Wie kann das so schwer sein? Da fehlen aber die Dinger für. Ich verstehe nicht, warum so viele Sicherheitsdrohnen brauchen. Das scheint mir übertrieben. Ich bin doch schon hier, um die Basis zu bewachen. Ich habe überall Augen. Okay. Hier sieht es irgendwie auch wichtig aus. Warte mal. Beschädigtes Drohnenansatzüberbrückungspanel. Okay. Beschädigtes, okay, ist auch beschädigt. Ah, da sind die Kameras, da können wir genau sehen. Okay. Naja, anscheinend müssen wir aber irgendwo anders hin, oder bin ich verkehrt? Da komme ich nicht rein. Geht diese Tür auf? Nichts von alleine. Okay, also müssen wir hier drin irgendwas lösen. Bloß was. Sicherheitsüberwachungssystem aktiv. Da müssen wir auch noch was machen. Pass mal auf. Da muss auch irgendwas rein. Und das irgendwie hält. Vielleicht ein Buch. Zupacken. Hier. Okay, so kommen wir da rein. Gerade ging die Tür nur ganz kurz auf, weil er aber nichts mehr gehalten hat. Okay.
Wo ist das Ding? Kommt da ein neuer? Kommt tatsächlich immer wieder neuer. Ist ja extrem nervig. Shit. Ich muss hier hoch und das Panel. Da oben ist ein Ding. Aber ich muss es ja irgendwie auch zubekommen. Bloß wie? Ich rausgeflogen? Oder muss man direkt hier wieder? Na gut. Also. Wir müssen doch irgendwie da unten wahrscheinlich reingehen, ne? Kannst du hinterherkommen? Hoffen wir nicht. Hier, ausmachen das Ding. Dass ja keiner mehr da rauskommen. So. Bisschen Strom anmachen. So. Gut. Wie jemand meinen Namen haucht. Sascha. Betriebsanlage für das Sauerstoffflaschen-Nachfüllgerät. Okay, brauchen wir wahrscheinlich Flaschen Sauerstoff. Möchtest du und dein Team alles stehen und liegen lassen, sofort einen Sauerstoffregler in deine Besatzung installiert? Sorgt uns einen geschlossenen Sauerstoffkreislauf für die Besatzungskriterien zu sehen. Hört sich das für mich normal an? Okay. Ihr hört sich nicht. Okay. Wir haben irgendeinen Strom angemacht. Das geht wahrscheinlich da oben hoch. Okay. Da mal hin. Wir die Waffe in Anschlag nehmen. Okay, den machen wir mal ganz hoch jetzt. Ist da unten irgendwie ein Loch, oder? Warte mal kurz. Wo soll das denn hin? Na, da stehen ja schon mehr von den Dingern rum. Das hat ja irgendwas zu bedeuten. Aber das Ding muss wahrscheinlich jetzt irgendwie da rein installiert werden. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Okay. Jetzt müssen wir nur noch die Türen da aufkriegen wahrscheinlich, ne? Weil da muss bestimmt da reingeschoben werden. Ist nur die Frage, wie. Wie erstmal können wir da unten runter, sehe ich gerade. Hier kann man gar nichts machen. Strom haben wir angemacht, das haben wir auch an.
Und können wir nichts machen? Das sieht so aus. Okay. Jetzt müssen wir es anschließen. Wir haben ja nichts dafür, keine Flasche. Die müssen wir wohl erstmal finden. Hier gibt es ja auch keinen Strom. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Ist die Frage, was wir machen sollen. Der hat Strom bekommen hier? Nee, auch nicht. Hä? Was soll denn genau passieren? Hier ist die Frage. Da ist ein Schalter, den will ich jetzt erst. Och Mann, ey. Ach, da ist ein Roboter, okay. Oh, oh. Okay. Hier werden die ganzen Bots gebaut, wie man sieht. Und die wurden auch gut geschützt. So Fleisch. Prototypen von mobilen Blatteinheiten. Vielleicht brauchen wir sie ein bisschen mehr in unserem Leben. Wahrscheinlich nicht. Alternative Entwürfe für Kampfdrohnen. Die neuesten Entwürfe sind auf Striker N2 eingetroffen. Die Produktion der neuen Drohnen wird sofort beginnen. Gute Arbeit, Genosse. Schematische Darstellung der Kampfdrohne. Ihr seltsam geformter Kopf hilft ihr. Okay. Ich weiß, dass diese Entwürfe nie genehmigt werden würden. Sie sind viel zu niedlich für diese Leute. Vielleicht irgendwann mal. Schematische Darstellung der fliegenden Drohnen. Jetzt die Frage, was wir hier drin sollen. Was sollen wir denn hier? Sollen wir hier so eine. Ich denke, dass man hier jetzt so eine Flasche findet, so eine Sauerstoffflasche, aber im Endeffekt ja egal. Gut, hier finde ich nichts. Hier ist noch mehr Kampfdrohnen. Hier so große Flaschen. Hier sieht es so aus, ob wir irgendwas machen können, aber. Ne, ist nur das Ding, was runtergeht. Okay. Ist ja kein Strom. Da fehlt eine Batterie. Wir brauchen eine Batterie. Die Frage, wo wir eine Batterie herbekommen. Ist die hier vielleicht irgendwo versteckt? Da natürlich nicht im Safe, keine Batterie. Wie dumm. Einfach eine Roboterin. Da, haha. Ich brauche nur die Batterie. Okay. Das war nicht schwierig. Witzig, dass damit alles läuft, ne? So, jetzt kommt das Ding schon mal runter. Was uns ja immer noch nicht weiterhilft, ne? Im Endeffekt. Denn ich habe nichts hier unten gefunden. Dafür brauchen wir auch eine Batterie. Verdammt, wie machen wir das denn jetzt? Also wir müssen den unten. Müssen den unten lassen. Die Batterie rausnehmen mit durchs Loch da hoch. Kommen wir nicht rein. Oh, warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das ist natürlich jetzt eine fantastische Idee. Wenn die funktioniert, wäre natürlich super, aber
Vielleicht müssen wir die uns durch das Loch hochziehen, die Batterie, wisst ihr? So vielleicht. Okay. Gut. Dann packen wir die hier rein. Okay, hier ist schon wieder so ein Kackschutz. Aber. Okay, müssen wir schon aufpassen. Kurz warten. Haben wir so viele Schüsse da drauf, ne? Das nervt ein bisschen. So. Ja, gut weitergekommen. Würde ich mal sagen. Ja, gut, ich guck mal, wo wir jetzt hinkommen. Ist das schon. Wir brauchen immer noch die Schlüsselkarte. Ist das hier der Partyraum? Sieht so aus. Ich fürchte, du hast die Party verpasst, Eindringling. Nicht, dass das Lenker Leute wie dich jemals eingeladen hätte. Wir haben die Leistung meiner Genossen gefeiert. Kosmonauten, Helden vom Volga. Etwas, wovon du offensichtlich keine Ahnung hast. I don't know. Ich weiß nur, dass es hier nicht gesund aussieht. Ah, okay. Da brauchen wir wahrscheinlich die Karte von dem. Von dem Boss. Oh, hier ist der Gewichteraum. Oh, habt ihr Bock auf ein bisschen Pool? Ich hab Bock auf ein bisschen Pool. Okay. Warum sind hier rote? Na, okay, die ist alles anders bei denen, ne? Ah, schlecht. Weil die Physik ist aber nicht so gut hier. Ich glaube, das bringt mir nichts hier. Da ist noch ein Fahrstuhl, den können wir auf jeden Fall holen, wie ich sehe. Da geht's nach oben. Mal trotzdem mal gucken, was hier hinter dem Tresen ist. Sieht auch irgendein Kabel links. Geht bis in die. Oh, das ist die Küche. Komm nicht rein. Hier brauchen wir wieder ein Passwort. Da ist auch eine Sauerstoffflasche drin, die wir bestimmt auch brauchen. Okay. Du. Okay, da gibt es auf jeden Fall irgendwie einen Weg. Was hier drauf steht. Ich weiß genau, dass die Verantwortlichen für die Reaktoren versuchen, mein Rezeptbuch zu stehlen. Wo es in sicherem Tresor liegen wird, sie werden es nie in die Finger bekommen. Wenn ihr das hier lest, spielt ihr weiter mit euren Gadgets und lasst mich in Ruhe. Und schon wieder gibt es eine Ankündigung zu machen. Bei denjenigen, die letzte Woche das Gulasch gegessen haben, möchte ich mich entschuldigen. Einige der Zutaten halten sich nicht so gut, wie ich dachte. Aber von einer positiven Seite betrachtet, gibt es genug Toilettenpapier für alle. Sehr gut. Ja, kommen wir jetzt natürlich nicht rein. Da brauchen wir erst den Code für. Ja, wir gehen erstmal nach oben, gucken, ob wir oben irgendwas noch rausfinden können. Hier gehören Sauerstoffflaschen rein, und zwar drei Stück.
Okay. Da war aber nur eine Flasche, oder? Also müssen wir rausfinden, wie der Code ist für das da. Können wir hier irgendwas erkennen? Nee. Ich kann ja auch nichts öffnen oder so, dass ich irgendwo reinschießen kann. Nee. Schade. Aber rausgehen kann ich die ganze Zeit? Bringt mir aber nichts. Gut. Ja, ich würde sagen, wir machen trotzdem einen Break hier, damit es nicht wieder so eine ewig lange Folge wird. Und überlegen uns mal, wie wir das nächste Mal lösen können hier. Gar nicht so einfach, glaube ich. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.